du möchtest Fliesen verlegen, weißt aber nicht genau, wie du das machen sollst. Ich bin gerade dabei, Fliesen zu verlegen, beziehungsweise habe die schon verlegt und habe jetzt das Ganze schon verfugt. Muss natürlich jetzt ein bisschen warten, bis das Ganze antrocknet, bevor ich das Ganze abwaschen kann. Ja, Fliesen verlegen ist eigentlich eine ganz, ganz simple Sache, ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Ja, und wie du das machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Erstmal recht herzlichen Dank, dass du dir dieses Video anschaust. Wenn du hier ein Abo dalässt und einen Handwerker-Daumen nach oben oder ein Kommi, würde ich mich riesig drüber freuen, denn davon lebt der Kanal. Ja, ich habe hier einen Raum von ungefähr 10 Quadratmetern und habe mich für Fliesen entschieden, die so eine Holzoptik haben. Die verlegt man so wie Laminat. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich kein Fliesenverleger, Profi oder Experte bin oder diesen Beruf erlernt habe. Dennoch ist es möglich, das Ganze selber zu machen, vor allem für den Keller, für jetzt bei mir das Büro oder die Werkstatt oder andere Räumlichkeiten. Ihr solltet euch den Boden vorweg anschauen, der sollte trocken und staubfrei sein, das heißt das Ganze vorweg absaugen, kleine Pickel, kleine Überstände solltet ihr wegschlagen, weil für den Fliesenboden braucht ihr schon eine recht ebene Fläche. Im Anschluss solltet ihr das Ganze mit einem Haftgrund oder einem Isoliergrund einstreichen. Dazu nimmt ihr einen ganz normalen Quast und streicht die Fläche schön satt ein. Was macht das Ganze? Das bindet einfach die Oberfläche ab und sorgt dafür, dass unser Fliesenkleber, also diesen Mörtel, womit wir dann die Fliese nachher raufsetzen, dass der nicht sofort austrocknet oder seine Feuchtigkeit an den Estrich oder an den Boden abgibt und dass er halt schneller abbindet oder austrocknet als gehabt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr so einen Haftgrund verwendet. Ansonsten kann es durchaus sein, dass die Fliesen irgendwann wieder locker werden und abfallen. Und im Anschluss brauchen wir noch unser Verlegemuster, sprich wie wir die Fliesen anordnen und wo wir anfangen. Damit ihr es mal gesehen habt oder gehört habt, es gibt einmal diesen Kreuzverband. Der sieht so aus. Das heißt, wir haben immer eine Kreuzfuge. Ganz einfach. Dann gibt es beispielsweise den Halbenverband. Das heißt, man legt die Fliese so. Das ist der halbe Verband. Und jetzt ist es der Fall, dass ich, das sieht ja aus wie so Laminatstreifen, ne? Und so verlege ich das auch. Und das nennt sich einfach wilder Verband. Und jetzt können wir auch loslegen. Fehlt natürlich noch das richtige Werkzeug. Was braucht man dafür? Natürlich eine Zahnkelle, einen Fliesenschneider und ein, zwei andere Utensilien. Ich werde dir eine genaue Materialliste direkt unter dem Video verlinken. Dort brauchst du nur draufklicken. Du wirst direkt zum Werkzeug geführt. Das Wichtigste beim Fliesenverlegen ist natürlich die Zahnkelle. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen. Wir haben jetzt hier beispielsweise 8 mm. Und gibt es auch in 10 und 12 und auch in 6. Und das kommt auf den Untergrund drauf an, beziehungsweise wie groß eure Fliese ist und wie eben der Untergrund ist. Denn mit dieser Größe von der Zahnkelle kannst du dementsprechend Spiel oder Unebenheiten ausgleichen. So dick wird dann der Kleber aufgetragen und dann kannst du halt die Fliesen dementsprechend andrücken und kannst damit ein bisschen also Luft ausgleichen. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Und wenn ihr so eine Zahnkelle, beispielsweise einen Fliesenkleber ansetzt, bitte nicht so verstreichen, sondern immer so, dass ihr auch den Kleber bzw. den Zahn komplett ausfüllen. Wenn das jetzt 8 mm sind, dass wir auch exakt 8 mm Kleber auftragen. Dann können wir auch loslegen, Kleber anmischen. Ich würde euch da empfehlen, kauft euch einen wirklich qualitativ hochwertigen. Nehmt nicht den günstigsten, auch nicht den teuersten. So im Mittelfeld solltet ihr sein. Mischt das Ganze an mit Wasser. Das Ganze sollte recht zäh sein, also nicht flüssig. Es sollte nicht von der Kelle fallen. Es sollten keine Klumpenbildungen sein. Es sollte ein schöner, ja, Brei jetzt nicht. Es sollte schon so, ja, wie Knete übergehen, ne? Also da müsst ihr eure Erfahrungen sammeln. Und lieber ein bisschen weniger Wasser am Anfang als zu viel. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Fliesenlegen. Es gibt natürlich ein, zwei Sachen zu beachten für den Laien. Ganz, ganz wichtig, wie ich finde, besorgt euch Knieschoner. Denn wenn ihr den ganzen Tag auf dem Boden rumrobt oder ich weiß nicht, wie viel Fläche ihr macht, dann geht das ganz schön auf die Knie. Und ich habe mir nochmal einen unsichtbaren Handschuh besorgt. Denn wenn ihr mit Handschuhen arbeitet, wortwörtlich, also ihr braucht wirklich Fingerspitzengefühl, wenn ihr Fliesen verlegt. Und diese Handschuhe, die saut ihr eher ein. Also lasst es lieber, nimmt vielleicht so einen unsichtbaren Handschuh, damit könnt ihr auch eure Hände schützen.
Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Wichtig ist, bevor ihr anfangt, überlegt euch, wo ihr die erste Fliese setzt. Denn ihr müsst später auch den Raum verlassen. Sprich, arbeitet bitte zur Tür hin und nicht von der Tür weg, sodass ihr euch am Ende einschließt und dann habt ihr, ja wie gesagt, eine böse Überraschung am Ende. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, fangt jetzt nicht mit dem Badezimmer an zu fließen oder das Wohnzimmer. Übt euch ruhig an den Keller oder kleine Nebenräume, die recht überschaubar sind. Denn man sollte natürlich das Ganze vorweg richtig gut ausrechnen. Beispielsweise, ihr fangt jetzt hier an mit einer vollen Fliese und da hinten bleibt dann so ein Stück Fliese übrig, beziehungsweise ihr habt so viel verschnitt. Das müsst ihr schon errechnen. Es gibt Fliesenkreuze, die man sich auf dem Boden anzeichnet. Dann fängt man beispielsweise in der Mitte an und so weiter und so fort. Aber das ist halt eher, ja, für den Laien jetzt nicht gedacht, ne? Also ich habe jetzt einfach hier im Raum angefangen, habe mit einer vollen Fliese angefangen, habe den Fliesenkleber mit einer Kelle punktuell aufgetragen und dann habe ich das Ganze mit der Zahnkelle glatt gezogen. Die Zahnkelle solltet ihr natürlich nicht schräg ansetzen. Das hat nämlich einen Sinn, wie dick der Fliesenkleber sein soll. Und dann habe ich mir ja quasi Fliesenkleber mal Stück für Stück aufgetragen und dann Stück für Stück meine Fliese angedrückt. Und dann werdet ihr schon merken, worauf es ankommt bei den ersten paar Fliesen, wenn ihr legt. Einmal A, den Abstand, also den Fugenabstand. Und B, dass die Fliesen auch wirklich in einer Flucht miteinander sind. So einen halben Millimeter oder ein Zehntelbereich ist gar nicht so schlimm, auch wenn es der Keller ist. Aber ihr werdet euch später ärgern, wenn ihr wirklich hohe Versätze habt von Fliese zu Fliese, denn das sind nachher Stolperkanten oder wenn ihr was rüberrollt, das hört ihr alles. Deswegen nehmt euch eine Wasserwaage, legt die drauf, einen kleinen Gummihammer vielleicht. Meistens genügt es aber auch schon, wenn ihr mit der Hand ein bisschen drückt. Und arbeitet da wirklich sehr, sehr genau. Bei den Fugen würde ich euch auch empfehlen, ihr könnt euch Fugenkreuze besorgen, ja. Die könnt ihr auch drinnen lassen, ihr könnt die auch später rausziehen, so wie ihr möchtet. Ich habe das Ganze jetzt ohne gemacht. Vor 5 bis 8 Jahren hatte ich ja meinen Keller verlegt gehabt und da habe ich diese Fliesenkreuze verwendet. Denn es gibt nämlich auch unterschiedliche Herstellungsmethoden von Fliesen und die zeichnen sich davon aus, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber das beispielsweise eine Toleranzabweichung ist bei den Fliesen. Das heißt, wenn ihr mit Fliesenkreuzen arbeitet und ihr fangt beispielsweise an mit so einem Kreuzverband, zack, 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 kann es durchaus sein, dass die Fliesen mal kürzer wird oder größer und dann haut das mit den Fliesenkreuzen schon wieder nicht hin. Und deswegen habe ich dieses Mal mit Augenmaß gearbeitet und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden damit. Und am nächsten Tag habe ich auch schon losgelegt mit dem Verfugen. Das Verfugen macht eigentlich recht Spaß, weil man dann das Ergebnis sieht von diesem Fliesenbild. Und ihr könnt gerne auch die Fliesen 2 Tage liegen lassen oder 3 Tage oder eine Woche, wenn ihr euch nicht sicher seid. Es kommt natürlich auch auf die Größe der Fliesen an, aber jetzt für diese Größe reicht ein Tag und dann könnt ihr das Ganze auch schon verfugen. Beim Fugenmaterial habe ich mich für hellgraues Fugenmaterial entschieden. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Farben und auch Fugenfüller oder Material für unterschiedlichen Fugen. Da solltet ihr darauf achten, denn nicht, dass ihr eine Fuge von 1 Zentimeter habt. Und das Fugenmörtel ist nur für 2 mm ausgestattet oder ausgelegt. Es gibt auch Fugenmörtel für den Innen- und für den Außenbereich. Darauf solltet ihr auch achten. Also wenn ihr im Baumarkt seid, fragt da mal nach. Ne? Kann nicht schaden. Ich habe das Ganze jetzt aufgetragen. Ich habe mir dafür letztes Jahr oder vor ein paar Jahren habe ich mir ja so einen Fugenspachtel besorgt. Ich habe mir jetzt so eine Kelle besorgt oder so ein Schwammbrett. Und auch zum Verfugen, das war ein Set auf Amazon für 20 Euro mit so einem Eimer, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich das Ganze verfugt. Der Fugenmörtel sollte natürlich nicht so zäh sein wie der Fliesenkleber, sondern ruhig flüssig, aber auch nicht zu flüssig. Und dann legt ihr los und schwemmt das quasi ein und zieht das immer ab. Wichtig ist, dass ihr immer quer abzieht. Und nicht längs oder gerade mit der Fliese, denn so zieht ihr förmlich das Fugenmaterial oder den Mörtel wieder heraus. Worauf ihr noch achten solltet, ist, dass ihr keine Luftbläschen sich bilden. Ansonsten habt ihr nachher kleine Löcher in den Fugen. Und nach ungefähr 2 bis 3 Stunden Trocknungszeit sieht das Ganze so aus. Der Fugenmörtel fängt an zu trocknen. Der Film wird oben weißlich, kalklich, also grau, so wie die Endfarbe. Und jetzt legen wir los mit so einem Schwammbrett und nehmen quasi das überschüssige Material ab. Ja, und damit können wir dann das überschüssige Material abputzen. Auch hier solltet ihr das Ganze nicht zu feucht machen, ne? Sonst
schwemmt ja auch gleich wieder die Fugen raus. Ich mache das jetzt in Kreisen in Bewegung und ihr seht schon, dass der Schwamm ziemlich schnell voll ist. Das solltet ihr natürlich dann schnell auswaschen. Und ja, für diese Fläche, das sind ungefähr 10 Quadratmeter, solltet ihr auch den Eimer mindestens 4 bis 5 Mal leeren. Denn sonst wird der Boden nicht sauber. Und das ist hier wirklich sehr, sehr praktisch mit den zwei Rollen hier. So kann man nämlich das Ganze schön ausfringen. Ach, es ist schon herrlich, über so einen schönen neuen Fußboden zu gehen. Natürlich darf hier die Mr. Handwerk Matte, Fußmatte nicht fehlen. Ja, seit 2014 gibt es mich mittlerweile schon. Ja, dieser Raum hier, das ist wirklich der Raum, den ich verfliext habe. Und ihr müsst nach dem Verfugen nochmal ein, zweimal drüber gehen mit einem Wischer, ein bisschen Wasser und den Grauschleier abpolieren. Also da ist immer wieder ein bisschen zu sehen, aber das geht über die Zeit dann automatisch weg. Ich möchte mit dir nochmal dieses Thema Werkzeug anreißen. Zum Fliesen verlegen brauchst du eigentlich gar nicht wirklich viel Werkzeug, wie du jetzt in diesem Video gesehen hast. Eine Fliesenkelle, Handschuhe, Knieschoner, ne? Und das Material natürlich und ein Fliesenschneider. Und ich habe den von der Firma Wolfkraft verwendet. In meinem älteren Video, wo ich das erste Mal Kellerfliesen verlegt habe, habe ich mir einen Fliesenschneider, ja, einen 0815 Fliesenschneider für 50 Euro gekauft. Und wenn du jetzt in nächster Zeit vorhast, beispielsweise deinen Keller zu machen, deine Badezimmer, deine Wohnstube, deine Küche und so weiter und so fort, dann solltest du schon darauf achten, dass du gleich einen vernünftigen Fliesenschneider dir zulegst, denn das minimiert wirklich die Bruchgefahr vom Verschnitt. Ich hatte so gut wie kein Verschnitt hier, also es ist wirklich keine Fliese irgendwie beim Fliesenschneiden zerbrochen oder der Schnitt war irgendwie unsauber, dass ich nochmal nachsetzen konnte oder musste. Also ich kann diesen Fliesenschneider nur empfehlen und ich möchte dir mit aufs Weg geben, kauf dir wirklich qualitativ hochwertiges Werkzeug, da hast du wirklich viel, viel Freude dran. Und das soll eigentlich auch das Abschlusswort sein zu diesem Projekt hier. Ja, wie du siehst, ist hier wirklich viel passiert in letzter Zeit. Hier ist eine Küche reingekommen, hier ist eine Wandpaneele reingekommen, hier steht noch ein Fenster, was ich einbauen werde. Wenn du Bock auf Handwerksprojekte hast, dann abonniere unbedingt diesen Kanal hier. Denn es wird in nächster Zeit wirklich eine Menge davon geben, hier in meiner neuen Werkstatt. Bis zum nächsten Video. Ciao. So, das Abschlussbild noch.